Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es schon das achte Türchen für euch und heute steckt dahinter ein Buch mit einer nicht so typischen Weihnachtsgeschichte. Viel Spaß! Das Boot der Träume von Richard Preston. Und das ist eine etwas andere Weihnachtsgeschichte, denn Will und Lila wohnen in einem Wohnwagen mit ihrer Mutter, als sie plötzlich denken, dass es bei ihnen spukt im Wohnwagen. So nach und nach sozusagen erfahren sie dann, wer dieser Bewohner ist, der auftaucht. Zu Beginn habe ich manchmal gedacht, ah, das ist irgendwie gar keine Weihnachtsgeschichte oder so. Ist es aber wohl, denn sozusagen ab Mitte des Buches entfaltet das auch wirklich den Zauber und es ist eine ganz berührende Geschichte, die eher so leise daherkommt und gar nicht so pompös mit der üblichen Weihnachtszeit oder Glockengeläuten, all solchen typischen Sachen, die man sonst mit Weihnachtsgeschichten verbindet, das gibt es hier alles nicht. Aber es gibt hier wirklich so Herzensdinge, die man hier erlebt. Also eine ganz wunderbare Geschichte.